Sollte man vielleicht mal nachladen. Dann funktioniert es vielleicht besser. Nachladen! Und es funktioniert auch mit dem Gegner. Die Nachbarn, ach wie auch immer. Halt, ich muss das mitnehmen. Ja, ja, mein Rucksack ist zu schwer. Zähl mir doch mal was Neues. Deine Mutter ist tot, alt nein. Ich hatte hier doch noch irgendwo so eine Billigpistole, das war die da. So. So langsam wird's kritisch. Jetzt brauche ich bald einen neuen Koffer. Sowas gibt es in dem Spiel, glaube ich, nicht. Gründe, warum ich Platzbeschränkungen hasse. So, tschüss. Ich finde die Waffe nicht. Hä? Die war doch voll durchgeladen, oder nicht? Ja, 3 Schuss. Was ist denn das Ding? Sie wird nicht angezeigt. Doch, da. Ha, hat sie nicht gesehen. Oh oh. Oh oh. Der war schön, ne? Der war echt schön. Okay, machen wir das mal ganz anders. Thomas, anders machen wir das jetzt. Das haben sie gehört. So, mal die Pistolen-Action machen. Was? Achso, Prices. So, Problem gelöst. Es stört mich nicht weiter. Stapel die Munition halt mit da rein. Das ist nicht so schwer, oder? Idioten, ey. Ja, ja, ich bin überladen. Was werfe ich denn da weg? Was werfe ich denn da weg? Die Pistole ist ich, scheiße. Hallo, du sollst sie reparieren. Ich werfe hier nur Waffen weg. Dann hörst du automatisch auf, seit wann denn das? Das ist ja jetzt neu. Wohl, warte mal, wenn die andere ist, ja wegen beschädigt wird, oder? Wenn ich die andere mal finde. Naja, 99%. Aber brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Oh, 414, ich krieg bald wieder ein Level. Na, die bringt so gut wie gar nichts. So, da haben wir da noch 2 Jungs. Aber keinen Platz. Sehr schön. Was ist denn das? Das ist so eine Magnum, ey. Kann ich wegwerfen, glaube ich. Magnum. Ich kann natürlich auch einfach dieses Messer wegwerfen. Das ging natürlich auch. Ist wahrscheinlich wertloser als die Magnum. Wobei, das hat so einen eigenartigen Namen. Ist bestimmt 2 Milliarden wert oder so. Ich bin schon wieder zu schwer. Ach komm. Ihr verarscht mich doch. So viel wiegen die Waffen doch gar nicht. Und so viel habe ich auch gar nicht dabei. Super, habe ich gleich 2 Probleme. Problem Nummer 1, zu wenig Tragkraft. Problem Nummer 2, zu kleinen Koffer. So, ich ziehe wieder meine krasse Pistole. Machen wir weg hier. Ich glaube, da wäre ein Scharfschützengewehr besser. Yeah. Jetzt richtig lange zielen, Baby. Und dann. Headshot. Fast. Und. Headshot, yeah. Ich treffe. Ich brauche nur einen Schuss. Für diejenigen, die meine Alarmstufe, die Bär den Sand. Let's play gucken. Die wissen, was ich meine. So, wo muss ich denn jetzt rein? Rebellion Live. Ich glaube, ich muss hier rein. Moment, ich kann aufs Dach? Echt jetzt? Was bringt mir das? Ich kann da... Oh Gott. Wie taktisch ist das denn jetzt? Ich gehe jetzt ultimativ taktisch vor. Indem ich hier hochsteige. Hier hochsteige. Und dann...
Yeah, guck mal, wie taktisch ich vorgehe. Ich bin... ich kann mich nicht bewegen. Ach, jetzt, okay. Was zur Hölle? Was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, was die da gemacht haben. Warum sind die jetzt raus? Mist, ich dachte, ich könnte die da jetzt irgendwie... Oder liegt der Schlüssel hier irgendwo rum? Nee, hier schwebt was in der Luft rum. Auch schön. Ich wechsle mal die Waffe. Ich kann sie nicht beide niederschlagen. Kann mir aber von ihnen erschießen lassen. Das funktioniert. Na also. Wenn jetzt nicht gleich wieder noch ein Missionsziel kommt, habe ich dann die Mission auch schon gewonnen. Ich muss Stärke, glaube ich, nochmal. Ist ja kein Zustand so nicht. Was hat unser Freund hier? Zeug. Entlade mal das Ding. Und repariere es gleich. So, und ich überlege in der Zwischenzeit, was könnte ich denn wegwerfen? Das vielleicht? Das würde sogar reichen. Moment, was wiegt das Ding denn? 0,01. Na, das kriege ich dann gerade noch so ins Inventar, glaube ich. Weil ich den Spaß hier repariert habe. Ich soll vielleicht auch mal Pistolen-Skill, wenn ich das schon benutze. Ach was. Schrotflinten, aufkommen. Los, lauf. Halt, ich habe noch die falsche Knarre. Achso, ich laufe in die falsche Richtung. Ich will doch gar nicht abhauen. Das habe ich nie geplant. Kann man sowas behaupten, dass ich sowas planen würde? Einfach abzuhauen. Ich bin ein bisschen bescheuert, wenn ich bedenke, dass die Mafia hinter mir her ist. Sind das Hunde oder wieder Gegner? Es sind wieder Gegner, na toll. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn die einfach tot bleiben würden, ne? Okay, sind wahrscheinlich noch tot, aber darum geht es gerade gar nicht. Davon redet doch niemand. Ich pack wieder mein Scharfschützengewehr aus. Scharfschützengewehr aus. Scharfschützengewehr aus. Jetzt nehme ich ihn ins Visier. Ins Visier. Okay, das ist jetzt natürlich doch definitiv mal ein größeres Scharfschützengewehr. Eins, das so richtig Bums hat. Eins, das auch mal tötet, wenn ich ihn treffe. Aber ich glaube, da nehmen sie sich alle nicht viel. Nehmen sie sich auch nicht, man sieht sie an den Werten. Okay, jetzt wird's kompliziert. Nein, wird's nicht. Gut. Ich werfe eine... Gut, und der nächste hat noch sowas Kleines. Sehr gut. Passt ja alles rein. Wenn man Glück habt. Auch wenn es wirklich eng wird, so langsam. Wäre schön, wenn die Mission dann so allmählich mal vorbei wäre. So schnell noch reparieren, damit ich nicht was Ganzes wegwerf. Ey, was kaputt ist. Sind ja immer Erfahrungspunkte, ne? Und zieh wieder die Knarre. So, da kann jetzt Gegner mehr sinken, kann jetzt wieder laufen. Und ich hoffe, da kommen jetzt auch nicht mehr so viele wieder. Wir speichern nochmal richtig. Der Wohnwagen, ja, ich glaube, das kann ich langsam überschreiben. Neues Missionsziel. Ich werde den Bereich verlassen. Das ist alles. Okay.
Okay, das sieht jetzt recht einfach aus. Gehe ich unten raus? Ach, ich gehe unten raus. Einfach, weil ich oben raus reingekommen bin. Da kommt man unten raus, ne? Wenn man oben was reinsteckt, kommt es unten raus. Kapiert? Voll lustig. Der Terminator. Ich laufe mit... Ich muss der Terminator sein, ich laufe mit 92 Kilo rum. Und einer Schrotflinte. Und diversen anderen Waffen. Das kann kein normaler Mensch tragen. Nicht mal die Hälfte können normale Menschen tragen. Und dann noch halbwegs rennen, das geht gar nicht. Haha. Mission wurde Folge abgeschlossen. Eliminierte Gegner 30, Erfahrung 55. K.O. geschlagene Gegner 1, Erfahrung 54. Am Leben belassene Gegner 18, Erfahrung 880. Missionsziele abgeschlossen, Bomben schärfen, abgeschlossen, zwei Schlüssel finden, abgeschlossen, gefährlichen Bereich verlassen. Gefundene Dinge 2 von 6, Erfahrungspunkte im Gesamt erhalten, 1984. Ha! War doch ein Kinderspiel. Das kann ich gleich wieder leveln und so machen, ne? Cool. Ich weiß, dass du dir etwas Ruhe verdient hast, John, aber es gibt neue Infos. Infos? Der Kunde für die Statue bleibt weiterhin ein Unbekannter. Der Don hat aber Informationen über die Spedition, über die unsere Sendung verschickt wurde. Na, immerhin, das ist doch schon eine Spur. Ja, wir müssen nur noch in Erfahrung bringen, wohin Sendung 274-EF1 verschickt wurde. Das steht sicher in den Frachtpapieren. Du könntest dich in der Nacht dort umsehen. In der Nacht? Kann man die nicht irgendwie überreden, uns diese Informationen einfach zu geben? Was ist mit deinem weiblichen Charme? John, ich war bereits dort. Keine Chance. Dafür habe ich mir das Gelände genauer angeschaut und mit den Arbeitern gesprochen. Und nachts sind ein paar alte Wachleute dort. Der Safe ist in den Büroräumen im zweiten Stock des ersten Lagers. Schön. Dann unternehme ich heute eben einen kleinen Abendspaziergang. Übertrage mir alle Daten. Es ist noch zu hell für einen nächtlichen Besuch. Ich brauche nur eine Viertelstunde bis zur Spedition. Schön, wir haben wieder eine Mission geschafft. Mit viel Laden und so. Wollte ich das nicht irgendwie auch vermeiden? Okay. Ich muss erst mal gucken, wo, was ist das für eine Mission? 5,7 Vollmann ist Schuss. Für die 5, das ist für die Waffe und so, ne? Für andere Waffen. Ist das nicht auch so 45? Ja, aber 39. Teilmandelgeschoss, Unterschallgeschoss, Vollmandelgeschoss, Erdgeschoss. Ja, okay, der war jetzt nicht so lustig, egal. Das wollen wir alles behalten. Das können wir auch irgendwie hier mit rein quetschen noch. Sonst noch eine Kreditkarte, ja, ja. Die kann ich dann auch verkaufen, glaube ich. Ja. Was ist das denn? Diamantring. Ein Ring mit einem Diamanten. Macht einen sehr teuren Eindruck. Finde ich schön, dass ich mal was Wertvolles finde. Wie viel Kohlen habe ich jetzt überhaupt im Ziel? Wer macht denn das immer wieder zu? Ich mache sowas nie zu. Ich könnte auf Tarnung noch eins vergeben und auf Kampf mache ich noch eins, was auch immer Kampf bringt. Dann, wenn niemand was sagt, kann ich auch keine Ahnung haben, was das bringt, ne? Also das ist die Shooting Range, da will ich gar nicht hin. Das kostet Geld, ich bin doch nicht bescheuert, ich habe kaum Geld. Ich habe nur Geld. Ich zeige Ihnen, was ich da habe. Ich nehme den Fernseher hier mit. Was ist das denn für ein Messer? Mondmesser. Die große, breite, gekrümmte und sehr scharfe Klinge macht daraus eine tödliche Waffe, auch wenn die Handlichkeit stark unter der Größe leidet. Kriegst du die nicht hoch, was? 165, ja, das ist jetzt Müll. Reparieren kann ich sie ja nicht. Oh, 426 für ein Handy. Vielleicht doch ein iPhone. Hm? Schön, dass ich beim Pfandleihen eine Kreditkarte verkaufen kann. Oh, da ist noch ein 5,7 mm Unterschallgeschoss. Eine Ladung Waffen dabei. Oh, jetzt steht diese offensichtlich diskret geparkt, die Maschine nicht mehr da. Übrigens, Jane ist wohl. Vergiss es einfach. Sie ist vergeben. Behaupten wir. Ich kenne sie nicht. Ach komm! Ich habe dich letztens fast erschossen. Ich habe hier etwas, das sie. Oder deine Freunde vielleicht, keine Ahnung. Glaube ich garantiert mal nicht.
Okay, vielleicht doch. Aber erstmal geht einiges auf die Ladentheke. Das noch. Das nimmt er. Das nimmt er. Das nimmt er auch noch. Und munitionstechnisch und dann noch so ein langes Magazin. Okay. Soll ich mal mein langes Magazin sein? So, da haben wir, was haben wir denn? USAS 12. Diese vollromantische Schrotflinte gehört in die gleiche Kategorie wie der Jackhammer. Bietet jedoch ein Magazin mit geradezu gigantischen 20 Patronen. Die mangelnde Zuverlässigkeit bedient durch überempfindliche Reaktionen auf unterschiedliche Munitionsqualität, verhindert bisweilen einen nennenswerten Einsatz dieser Waffe. 1594. Wo bin ich denn? 1594. Habe ich ja schon besseres. Okay, die kennen wir schon. Kennen wir auch schon. AUG 9 Para. Gewehr, cool. Das AUG 9 Para ist eine 9mm Ausführung des AUG Sturmgewehrs, das 1988 als Waffe für Polizei und Ordnungskräfte vorgestellt wurde. Obwohl das AUG 9 Para sehr wohl imstande wäre, auch auf längere Entfernung effektiv zu sein, wurde eine kurze Laufverwendung, um die Waffe handlicher zu machen, da bei Ordnungskräften Handlichkeit wichtiger als Reichweite ist. Also auch wieder nur Müll. Mist. Ich hoffe, das wäre was Gutes. Dass die restlichen Waffen nicht kaufen will. Nein, das, nein, vergiss es, kriegst du nicht. So, das lagern wir mal um. So, ist viel besser, oder? Und dann können wir irgendwo hier mal rüber. Da, da, genau da. Und rüber. Zack. Das interessiert dich natürlich überhaupt nicht, weil warum auch? Das ist ganz normal, dass da Leute über den Zaun klettern und. Naja. Für etwas ganz normal halt. Müll. Noch mehr Müll. Ganz doll viel Müll. Was ist das denn? Okay. Noch mehr Müll. Das wäre natürlich auch schön. Das wäre einfach mal eine Pistole, aber da wird es auch lauter. Ich kann jetzt nicht mal alles auf einmal verkaufen hier. Habe ich da überhaupt noch Platz auf meiner Pistole? Ne, ich habe schon eine Zieloptik drauf. Und vergiss es. Und wieder nichts Neues. Ach, es ist zum Kotzen. Waffendealer im Hafen. Ach, der wird jetzt auch angezeigt. Okay. Ich dachte, der wird nicht angezeigt. Naja. Dann habe ich hier da alles abgeklappert. Sehr gut. Kann ich hier noch die restliche Munition hier für einlagern und dann nochmal mich ordentlich heilen. Was ist denn das überhaupt? 5,7 mm Unterschallgeschoss. Habe ich schon mal irgendwo 5,7? Siehst du, wenn dann siehst du. Moment, was ist das? So, gut. Ja, wir sind ja definitiv nicht in Deutschland. Da dürfte ich, glaube ich, nicht so viel Munition einlagern. Bei mir auch wegen die Frage stellen, wo wohnen die? Sieht nicht so aus, als könnte man da wohnen. Unten drunter irgendwie auch nicht. Schlaf auf dem kuscheligen Felsboden. Lanzen gern mal richtiges Scharfschützengewehr. Irgendwas, was auch, wenn ich direkt vor dem Gegner stehe und abdrücke, ich mich auch ganz toll mal töten. Also mit einem Schuss töte und nicht irgendwie zwei, weil. Wieso kann ich mir nicht einfach dieses Auto mal klauen? Fällt überhaupt nicht auf, wenn es da drüben steht. Der Verdacht kann gar nicht auf mich fallen. So, und ich habe bald $30.000. Können wir mal das richtiges Auto kaufen? So, was steige ich als nächstes? Vielleicht Technik nochmal. Gut, Pistole ist ja so als extra. Was machen überhaupt die Zustände meiner Waffen? Das soll ich mal überprüfen. 99%, 99%, 97%. Soll ich vielleicht mal revidieren? Kann ich die hier ziehen? Nein. Aber jetzt ist sie dunkel. Sollte mir das Sorgen machen? Kann ich nicht Chain reparieren? Don wird nicht sonderlich erfreut sein, wenn du nicht bald anfängst. Oh, weint Don dann? Oh,
Ach, der kleine Don, er weint. Oh, schickt der kleine Don dann seine Killer und tötet mich, ja? Oh, süßer kleiner Don. Moment. So, da sollte ich keine Witze machen. Steckt wahrscheinlich jetzt eh viel. Nein, ich habe sogar noch einen Erfahrungspunkt abgestaubt. Ich bin so toll. Ja, yeah, setz mir erstmal hin, weil ich so toll bin. Mit der Waffe in der Hand, ja. Yeah. Ich bin echter Mann. Ich habe eine Waffe in der Hand, die sich irgendwie in meiner Hand verbiegt. Oder keine Ahnung, was die da macht. Ich kann mit meiner puren Gewalt, indem ich fest zudrücke, meine Waffe verbiegen und wieder zurückbiegen lassen. Sie ist elastisch aus Gummi, deswegen biegt die sich immer wieder zurück. Das Magazin und die Patronen darin sind auch aus Gummi. Sehr schön. Was man hier alles so bemerkt, wenn man ganz genau hinguckt. Während man wartet, dass man wieder gesund ist. Mache ich auch immer, wenn ich angeschossen wurde und so, setze mich in meinen Stuhl und dann geht es mir ganz schnell wieder gut. Fällt gerade auf, ihr Arsch ist genauso spitz fast wie ihre Brüste. Ja, das musste man mal gesagt haben. Ob die 100% auch, ob ich die wohl auch reparieren kann? Probieren wir es aus. Dann kriege ich ja nochmal Erfahrung. Noch einen Erfahrungspunkt. Dauert nur 3 Stunden. Vielleicht auch 4. Danach werde ich langsam mal die Mission anfangen und dann mal so Schluss machen, so langsam. So ein bisschen, ne? Aber nur ein kleines bisschen. Ich werde anfangen, Schluss zu machen. Endlich anfangen, anzufangen. Oh! Ich habe doch jetzt gar keinen Erfahrungspunkt dafür bekommen, oder? Ich hatte doch schon die ganze Zeit 14. Egal, Karl, es geht hier. Warum habe ich nur 99? Eben hatte ich doch noch 100. Habe ich mich geschnitten beim Reparieren oder was? Hä? Ich gewinne gar keine Erfahrung, wenn ich eine 99%ige Waffe repariere. So, los geht's. 100, 100, 100. Wenn ich noch ein wenig lauter rennen könnte, hätte ich nochmal 100. Wenn es ein wenig heller wäre, meine ich. Und ich viel lauter rennen könnte. Also, los geht's. Yeah. Mein krassen Auto, ey. Ist voll krass, geht voll ab, ey. Guck mal eine coole Sonnenbrille an. Ich bin definitiv der Terminator, Mann. Das ist alles? Okay, da kommt definitiv noch mehr. Sind wir mal realistisch. Moment, das ist ein Hund. Ein alter Wachmann. Macht der Hund mir hier auch wieder nichts? Zurück zum Spiel. Schnell springen, so. Ja, ja. Ich ist es. Sieht so aus, als ob gleich die Jungs von der Sicherheitsfirma da sind. Den sollte ich vielleicht aus dem Weg gehen. Macht der Hund mir jetzt was oder macht er mir auch nichts? Oh, der macht ja was. Geh weg! Hä? Kann ich ihn vielleicht reparieren? Nein, kein Roboterhund. Kann natürlich auch mal bemerkt handeln. Wo komme ich denn da rein? Ach, da hinten. Da ist die Tür. Abgeschlossen. Okay. Ja, möchte ich. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wenn ich wieder taktisch vorgehe, so wie heute, einfach alles über den Haufen schießt. Nein, heute ging es sogar fast schon ein bisschen. Egal, Karl, das war's für heute mit Code Zero The Last Stand. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 3 Stunden noch warten, bis die endlich fertig sind. Nochmal 3 Stunden warten.